So, dann läuft die Aufnahme. Wir sind zurück in Undertale. Allerdings ist das hier eine Art Spezialfolge, möchte ich es mal nennen, denn wir werden in dieser Folge nicht chronologisch in der Story fortschreiten, sondern wir werden einfach zwei Spezialbosse machen. Yay. Und dazu haben wir die entsprechend Save-Files. Was ja gut ist. Muss ich das Rätsel nochmal machen oder kann ich schon? Ich glaube nicht, ich meine, das war schon. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Ja, es war der letzte Save. Okay, sehr gut. Also man sollte diesen Boss hier unten sollte man machen, bevor Dingens liegt. Hier, Vorbei, was? Genau, ja, High Sense. Viel Spaß. Oh, ja, hier wieder. Ups. Brauch's nicht. Ist ja danach eh in der Tonne der Safe. Vor allem lustig, damals wollte ich ihn ja noch nachholen und jetzt taucht er sofort auf. Aber ich glaube, der taucht einfach immer an der Stelle auf. Ja, tut er. Weil er da auch hingehört. Richtig. Okay, muss ich mich bewegen oder kann ich stehen ja, bleiben? Ja, nein, bewegen. Drei Minuten. Okay, genau. Deswegen habe ich nämlich jetzt erstmal mit dem Reden hauptsächlich gewartet. Wir haben nämlich jetzt genug Zeit zum Reden. Man muss hier nämlich offensichtlich 3 Minuten sich hin und her bewegen. Also ich meine, das stand da zumindest jetzt gerade. Jetzt kommt hier der Troll. Nein, das ist Hallo? Nein, ich bewege mich einfach. Aber es wird jetzt nicht zurückgesetzt. For about 3 minutes steht hier. Es wird jetzt nicht zurückgesetzt, wenn ich kurz stehen bleibe oder so. Versehentlich. Ich hoffe nicht. I don't know. Ich bleibe einfach, ich versuche die ganze Zeit auf einer Taste zu bleiben. Das wird spannend. Na, es ist immer noch besser, als dieses lustige Baby vor dem Feuer zu retten bei Dings. Bei. Ja. Wie hieß das Spiel? Stanley Parabel. Das muss man echt, ich glaube, 4 Stunden lang muss man diesen Knopf drücken. Dann passiert tatsächlich was. Das ist auch bescheuert. Was? Ja. Habe ich da was verpasst bei dem Spiel? Es gibt doch dieses, also wie weit kennst du Stanley Parabel? Alles. Okay, na, dann gibt es doch dieses Baby, was vor dem Feuer gerettet werden muss. Anscheinend doch nicht. Also diese, das ist, ich weiß gar nicht, wann genau dieses Ding kommt. Das kommt im Prinzip dann, wenn er sagt, er macht jetzt ein anderes Spiel draus. Das ist auch in dem Abschnitt, wo du den Minecraft-Abschnitt hast, kurz. Alter, weißt du, wie lange ich das Spiel nicht mehr angefasst habe? Okay. Und dann gibt es einen Abschnitt, wo du vor einem Schalter stehst und immer wenn du den Schalter drückst, wird das Baby zurückgesetzt. Also da ist so ein Baby auf so ein Holzbaby halt, was da entlang auf so einer Platte entlang fährt. Ja. Und nicht ins Feuer fahren darf. Ja. Und er sagt, man gewinnt das Spiel, wenn man das 4 Stunden lang spielt. Und das Spiel ist ein ganzer Troll, das weißt du, ne? Man kann es aber offensichtlich tatsächlich spielen. Ja, aber ich denke nicht 4 Stunden lang. Hi. Es ist passiert! Waren das jetzt 3 Minuten, echt? Ich weiß es nicht, das kam mir echt kurz vor. Wir sind aber bei 3 Minuten 22. Wie lange habe ich gebraucht, um herzulaufen? Waren schon, naja, nicht ganz. Ein bisschen weniger wie 3 Minuten, irgendwie 2,5 oder sowas. Ja, es stand ja ungefähr 3 Minuten. Aber auf jeden Fall interessant. Ja, ne? Wow. Okay, dann sind wir bei Secret Boss 1. Und ja, ich habe schon gesagt, dass man den vor Papyrus, ne? Genau, habe ich gesagt. Mhm. Dass wir hier die ganze Information auch drin haben. Mhm. Genau. Gut. Ich weiß nicht, ob ich Highlightings mit habe, aber have fun. Ich kann ja kurz mal nachschauen. Wie kam ich zurück? X? X. Ja. Ich weiß es gerade nicht. Monster Game. Ja, doch. Den Bud Spy habe ich auch mit. Okay, applaudieren wir mal. You clap really sloppily. Glide sucks up your praise like a vacuum cleaner. Okay. Okay, I will, I admit it. Okay. Hast du den dann schon mal jetzt gesehen, oder ist es... Nein. Du siehst jetzt auch zu mir. Okay. Ja, ich dachte, ich spare mir das jetzt auch auf. Ich wusste, dass die existieren, aber irgendwie habe ich den dann doch wieder vergessen. Okay. Glide is thinking of new slang for the word cool, like frickadacious. Okay. Klingt wie Frikadellen. Das Applaudieren war irgendwie gut. Boo ist, glaube ich, nicht so gut. Laughing ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ich glaube, wir applaudieren einfach weiter. Also, ich weiß ja, wie du ihn machen musst. Ich habe mich da jetzt gerade gespoilert. Ah, okay. You clap like a gorilla. Glide is becoming addicted to your praise. What else do you have to say?
Not much. Oh boy. Oh boy. Okay. Glide sees its reflection and gets jealous. Passiert mir auch ständig. Ja. Absolut. Oh mein Gott. Ah, okay, das scheint das gleiche zu sein. Okay, verdammt. Vielleicht sollte ich ihn ausbuhen. Nicht schon wieder das Große da. Das ist gemein. Aua. Ups. Ah. Ich weiß nicht, ob der nochmal auftaucht. Oh, wait. Muss ich da jetzt wieder hinlaufen? Oh, shit. Ich sollte auf die Items mehr achten. Dip, stay determined. Ja, wir sind gerade nicht Alex, weil wir in einem anderen Safe-Game sind. Sorry, ist meine. Deswegen dachte ich auch gerade, ich weiß nicht, was ich da für Items mit hab oder nicht. Nee, ist ja... Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Wee. Oh nein. Nein. War knapp. Ich krieg das hin. Aha. Perfekt. Dup, 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 dum. Mhm. Ja, das letzte Mal, falls es jemand nicht gesehen hat, haben wir das Spiel beendet. Zumindest den friedvollen Weg. True Pacifist, ja. So. Wenn ich jetzt natürlich nicht innerhalb von 3 Minuten komme, dann laufe ich umsonst hier rum. Aber das macht gar nichts. Wir brauchen ja sowieso die 20 Minuten für die beiden Bosse. Das ist voll okay. Denn das andere jetzt in dem Video anfangen, wäre sowieso Quatsch. Ein bisschen. Das sollte schon ein eigener Part werden. Oh. Alles gut, Wecker. Shut up. So, haben wir wieder Zeit zum Erzählen. Huch, Mist. Ja. Bin stehen geblieben. Was wollte ich vorhin sagen? Verdammt. Achso, wir waren bei dem Baby. Ah ja. Und ich meinte dann irgendwann so im Stream, als ich das gespielt habe, ob es nicht dann einfach möglich ist, dass man sozusagen irgendwie halt... man kann ja einstellen, dass eine Taste immer wieder gedrückt wird. Mhm. Dass du einfach quasi so einen Bot das drücken lässt. Und dann haben aber welche gemeint, nein, das geht nicht, weil nach 2 Stunden... kommen 2 Knöpfe und du musst dann hin und her wechseln. Ach du Das heißt, du musst dieses Scheißspiel echt irgendwie diese 4 Stunden lang überspielen. Und du kannst halt nicht sagen, okay, ich stelle mich davor und lass den Computer das 2 Stunden lang drücken, 4 Stunden lang. Weil nach 2 Stunden kommt ein 2. Knopf dazu. Naja gut, dann kann ich aber sagen, okay, ich lasse den Computer die 2 Stunden. Und bevor die 2 Stunden rum sind, dann mache ich es wieder. Ja, ich glaube, ich würde mich zwar jetzt nicht hinstellen und 2 Stunden lang 2 Knöpfe drücken, ne, aber rein theoretisch. Das würde wahrscheinlich gehen. Oh Mann, oh Mann. Ja, das Spiel ist ein ziemlicher Troll. Soweit ich das noch weiß. Habe ich nicht auf die Uhr geschaut, weil ich angefangen habe zu laufen. Ja, wenn er gleich nicht auftaucht, dann musst du Liquid und dann brauche ich die Safe vor allem nochmal, ne? Warum? Du hast ja noch nicht mal gesaved. Du bist doch einfach nur gestorben. Stimmt. Ah, er kommt wieder. Ja. Hervorragend. Gut, dann wird du als ausgebuht, du blödes Vieh. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Es ist Rainer. Nein. Er wird, das ist natürlich nicht so gut, glaube ich. Nicht so wirklich, wenn man nur 20 HP hat. Vielleicht tun wir mal ganz schnell wieder. Aber jetzt ist natürlich... Dann gibt's eigentlich nur Nothing als... Mach doch einfach mal Check. Oh, das wäre auch eine Idee. Ja, gut, okay. It refuses to give more details about its statistics. How great I am. Boah, der ist überhaupt nicht von sich selbst überzeugt. Oh, um Gottes Willen. Nee, der erinnert mich auch überhaupt nicht an einen Kollegen oder so. Ist genauso. Oh Mann. Ich fighte den gleich, Alter. Na! You do nothing. No effect. Hm, verdammt. Aua. Oh, Alter! Alter! Giving itself as high five. Okay, applaud.
Bleibt ja nur Applaus erstmal. Mhm. Aber das, also man sollte nicht mit Dingens anfangen, mit Boon. Nicht unbedingt. Oder man muss es machen, das kann natürlich auch sein. Nein. Nicht mit Boon. Nicht mit Boon. Nicht mit Boon. Also nochmal Like a Gorilla dann. Jetzt bitte nicht sterben. Und dann vielleicht Nothing. Mal schauen. Das wäre jetzt das einzige. Aua. Ich sag jetzt einfach mal, Was ich mir noch denken könnte. Dass er sozusagen dann verärgert ist, weil nicht wieder eine Reaktion kam, obwohl davor eine Reaktion da war. Arrogant smelling wind blow through. You do nothing. Glide looks disappointed. You aren't paying attention. You forgot to clap. Nicht bei so einer Scheiße, die du hier abziehst, Kollege. Ah, aua. Look, watch, observe. Okay, das kann ich besser ausweichen. Au. Ja. Oh, um Gottes Willen. Sag das doch mal. Oh Gott, jetzt müssen wir schon wieder 3 Minuten darum laufen. Ja, wir waren ja noch nicht fertig. Aber es macht nichts, wir können den Part auch gerne 40 Minuten lang machen. Wir machen auf jeden Fall die beiden Bosse in dem Part, so viel sage ich. Weil ich das nicht auf 2 Parts strecken möchte. Das ist jetzt deine Schuld, dass du da jetzt runterfällst. Ich weiß. Es ist auch meine Schuld, wenn ich den Boss verkacke. Na. Ah. Der ist ja eigentlich nicht so einfach, also. Hui. Hey, Sans. Wie wär's mit helfen, Sans? Ja, hm? Echt mal. Nein. Ich jetzt. Oh, übrigens, ich sollte vielleicht wirklich den Save einfach laden. Ich habe jetzt 2-mal Monster Candy verbraucht. Nicht, dass ich das noch brauche. Das resettet auch. Ach, never mind. Ich habe nicht nachgedacht. Du wirst ja einfach nur zurück, also, ja. Richtig. Ja. Das wäre irgendwie Quatsch, wenn es weiterläuft. Hey, du bist gestorben, aber du hast keine Items mehr. Herzlichen Glückwunsch. Naja, also Quatsch wär's nicht, das wäre arschig. Richtig. Aber eigentlich. Hard Mode. Ja. Wahrscheinlich, es sind wahrscheinlich nicht eine Anzahl an Minuten, sondern eine Anzahl an Schritten. Das wäre nicht das Einzige, was ich mir wirklich sinnvoll vorstellen könnte, was man. Weil wenn du wirklich kurz stehen bleibst und der Timer dann aufhört zu laufen, wäre das ziemlich scheiße. Und aber als Zeit ausgedrückt sind es halt 3 Minuten, was besser klingt als, keine Ahnung, 300 Schritte oder so. Wie bei Pokémon, wenn du ein Ei ausbrüten willst. Boah, das war so nervig, ey, hör auf. Mit dem Fahrrad dann die Strecke rauf, Strecke runter, Strecke rauf, Strecke runter. Ja. Zumindest in den neuen Pokémon haben sie ja diese schönen Kreiswege, wo du einfach nur noch raufdrücken musst und dann fährt er im Kreis die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist voll gut. Welches Pokémon war das? Das ist ab, also halt hier, XY hat auf jeden Fall so eine Kreisstadt, wo dann in der Mitte so, eine Kreisstadt, so eine Stadt, wo halt so ein Rundkreis ist, auf dem du sozusagen fahren kannst. Und dann fährst du da die ganze Zeit im Kreis automatisch, wenn du einfach hoch oder runter drückst. Da haben sie DK mehrere Streams lang 8 Stunden immer zugeschaut, wie er da im Kreis gefahren ist, weil er einen Shiny Things haben wollte. Ich gestehe mal was, ich habe das nie zu Ende gespielt. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich habe das nie zu Ende gespielt. Ich habe es ja selber nie gespielt, ich habe es nur bei DK geguckt. Die Edition davor habe ich auch nie zu Ende gespielt, aber hauptsächlich hoffe die Edition danach. Die letzte, die ich gespielt habe, also wirklich selber gespielt habe, war Dingens hier, die mit Gott. Ja. Never mind. Ich komm noch drauf. Ach, ich muss bis zum Gorilla klappen. Ups. Okay, aber dem kann ich, wie gesagt, leichter ausweichen. Das kann ich tatsächlich. Auch wenn es vorher nicht so aussah. Na doch, doch, doch. Aber das mit dem Großen, das ist richtig blöd. Ein bisschen. Ja, sehr schön. Mach das weiter, das ist gut. So, jetzt Nothing. Ja, look disappointed. Ich habe überhaupt nicht vergessen zu klappen, du.
Du Viech. Du Wal, ey. So, was machen wir jetzt? Wieder nothing? Mal schauen. Hm? You do nothing. Glide looks desperate for attention. Ah, okay. Hello, I'm right here. Dann greif mich nicht an, du Arsch. Oh, das ist auch einfach. Jo. Tons of flips to get your attention. Cool. You do nothing. Glide leaves to look elsewhere for praise. Achso, das war's. Oh, nice. Wir haben den ersten Boss geschafft. Es hat nur 15 Minuten gedauert. Aber in der Tür selbst taucht jetzt auch nichts auf. Ja. Du musst... Also es ist auch ein Easter Egg. Es ist sozusagen von Toby Fox der Raum. Also. Okay. Du musst, wenn... Du weißt ja noch im Endscreen vom True Pacifist, wo du die ganzen Namen und alles mit dem Herz... Ja, wie soll ich? Ich bin schlecht im Erklären übrigens. Ja, ich weiß, was du meinst, wo ich die alle absame. Und du musst gewisse, gewisse Namen darfst du nicht. Oh mein Gott. Und dann öffnet sich die Tür und eigentlich ist da nur ein neuer Dog drin, der quasi Toby Fox ist. Also. Ah, okay. Und eigentlich, ja, ein paar Dialoge gab's da, also ein paar Sachen zum Angucken, aber ansonsten. Ich wusste gar nicht, dass man das auch im Stand übrigens machen kann. Ich dachte, das geht nur, wenn ich mich hin und her bewege. Nein, das geht auch im Stand. Hab ich für sie getestet. Hui. Okay. So, dann müssen wir jetzt kurz Undertale beenden. Boy. Und schnell während der Aufnahme. Ja, wir machen das noch während der Aufnahme, das kriegen wir hin. Ja, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Safe war. Ansonsten da, das sehen wir, das sehen wir. Jetzt muss ich den hier erstmal löschen. Ich hab noch andere Safe. Am besten, ich lösche jetzt einfach den ich hatte. Aber du hättest sogar ein Too Pacifist Ending. Yes, of insofern course. Ist alles gut. Unterscheiden sich dann eigentlich diese Safe-Files noch, wenn man andere Entscheidungen getroffen hat im Spiel selbst? Wie zum Beispiel, dass man denen jetzt nicht, die jetzt nicht unterstützt, bei in der Menschenwelt, hat das überhaupt irgendeine Auswirkung oder ist das einfach nur ein anderer Text dann? Ach, ich bin blöd, jetzt habe ich den Secret Boss 2 darüber. Ach so, du meinst, wenn sie da beim Sonnenuntergang stehen und sagen, also du bist der Obsessor oder... Yes. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Allerdings, wenn du sagst, ich gehe nicht mit ihm... Nein, ich Doofnase. Entschuldigung. Macht nichts. Ich fail gerade. Allerdings, wenn du sagst, ich habe noch andere Sachen zu erledigen, ich gehe nicht mit ihr, dann gibt es halt ein schönes Foto mit denen allen drauf und so. Ah, okay. Yes. Okay, alles klar. Und was passiert? Ich weiß nicht, ob du das jetzt verraten kannst oder ob das noch relevant war. Wahrscheinlich nicht, weil ich nie dahin komme im normalen Ending, sage ich jetzt, im Genocide-Ending oder wie auch immer das nennen soll. Was passiert, wenn ich Dingens angreife, hier im letzten Kampf? Ezreal. Ja, richtig. Ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nie getestet. Ach so. Dachte, du weißt das vielleicht, weil du damals, als ich versehentlich fast auf Fight gedrückt habe. Nein, ich krieg immer einen Color, wenn du da auf Fight kommst, weil ne? Ja. Kann schnell passieren und ja. Weil die Abfrage ist da ja längst vorbei. Aber ich hätte ihn nicht angreifen wollen, auf keinen Fall. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ist auch geil, wie Google sagt, how to beat. Ach so, du hast kein Bild. Ups. Ja, das auch. Ich war gerade bei Google, macht nix. Nö, ist gut. So. Hallo Reddit. Reddit ist eine tolle Seite. Oh ja. Start. Entschuldigung. So, okay. Ach fuck, ich hab vergessen. Nein, Mist. Na gut, ich stell's mal jetzt um. Auf was muss ich jetzt mein Datum umstellen? Warte, zu deiner Frage nochmal, wenn du... Ach so, ja, Entschuldigung. Greifst, du kannst nicht, du vermisst, du ziehst daneben. Ah, okay. Weil mit sowas hätte ich jetzt fast auch gerechnet. Weil... Ja, du hast seine Attacke gesehen, also seine Attacke und seine als unendlich. Du ja, richtig. Ich ging an mit deinem Love 1. Okay, und Datum und Uhrzeit ändern. 10. Oktober, 20 Uhr. Also, mach mal lieber ein paar Minuten vor 20 Uhr.
Wir müssen da ja noch immer Ich muss mal hinlaufen. ganz kurz aufschreiben, was heute für ein Ich Tag weiß auch ist. nicht. Ich glaube, Nicht, das dass ist ich das gerade. Save-File verliere und dann ist plötzlich bei mir immer 10. Oktober. Nein. Es kann In sein, dass meinem das sogar ganzen der Leben ist falsche dann ist. 10. Oktober, wenn ich das hier umstelle. Ich glaube, das ist sogar der falsche Save-File. Was? Wir werden sehen. Macht nichts, kann man schnell ändern. Was heißt, 10. Oktober war irgendeine Jahreszahl wichtig? Nein. Okay. Das war ein Samstag. Und Schön. Uhrzeit? Also 8 Uhr. Aber mach mal ein paar Minuten vorher. Also stellen die Minuten eigentlich gar nicht unbedingt um. Oder ja, doch. Also 19:58 Uhr oder was? Ich weiß nicht, wir müssen da ja noch eben hinlaufen. Wohin muss ich denn? Zu. Ja, warte. War das jetzt R2? Ich glaube, R2 war das, ne? Ja, ich bin sehr gut vorbereitet übrigens. Immer. Ja, R2. Dann mache ich mal 19:55. Ja, Oder war so es 8 Uhr früh? nee, PM. Schon 20, ne? Okay. Gut. Ja. Okay. Ich gebe dir notfalls mal eben den Link von dem anderen Save-File. Von den 20.000 Save-Files. Ja, tu das. Ich kann den dann laden, wenn ich ihn brauche. Wahrscheinlich. Ich weiß es gerade nicht, ob das der Save-File ist, wo ich jetzt schon geklärt habe. Muss Warte ich mal. zurück zum Aufzug oder? Ja. Aber es Okay. kann sein, dass es der Save-File ist, den ich davor hatte, bevor ich Hotland geklärt habe. Ja. Sieht sehr danach aus. R2 ist aber hier. Ja, aber das ist der falsche Save-File. Ach, er muss schon geklärt sein. Yes. Ah. Weil du müssen ja alle Optionen da sein, dass du überall hin kannst. Wo müsste ich dann hin? Ja, jetzt, wenn du jetzt weiterläufst. Weiter, weiter, weiter. Warte, Alphys. Ne? Alphys? Nein, doch nicht. Nicht ganz. Ja, gleich. Nee, ach nee, Papyrus, glaube ich. Nee, gleich. Ja, stopp! Stopp! Und jetzt genau um. Genau um. Genau um. What the? Art Club, meet here. Next meeting October 10th, 8 p.m. Aber das ist doch dann egal, ob geklärt oder nicht geklärt, oder? Also, zumindest im Wiki steht, dass es so geklärt sein muss. Ich weiß es nicht. Also, Hm. inwiefern man den Ich Wiki kann es da ja einfach kommt. kurz ausprobieren. Ich stelle es einfach nochmal um die Uhrzeit jetzt. Weil jetzt bin ich ja hier. Jetzt kann ich einfach 59 draus machen. Das heißt, in 26 Sekunden ist es dann bei mir 10. Oktober, 8 Uhr. Gucken wir mal, ob was passiert. Ansonsten, gleich. 10, 9, Schild 8, lesen. 7. Achso, soll ich das dabei lesen? Ich glaube, Okay. ich weiß nicht, was es denn ist. 4, 2, 1, 0. Yeah! Okay, es muss geklärt sein. Gut. Ich denke, ich weiß es Dann nicht. probieren wir es gleich nochmal, wenn es geklärt ist. Schlag mich nicht. Nö, tue ich nicht, tue ich Nee, nicht. du nicht. Ja, Ach, die schlägt niemand. dann schlage ich zurück. Richtig. So. Ah ja, hier Dropbox. Dup-dup-dup. Ich lasse die Aufnahme einfach laufen. Das ist sowieso eine Spezialfolge, kann ich das auch laufen lassen? Dropbox, please, Ihre Uhr geht nach. Wirklich. Es kann keine private Verbindung hergestellt werden. War da Datum und Uhrzeit des Computers falsch sind. Und das hatte ich mit Skype gestern. Time travel. In Alter. real life. Voll toll. Oh Gott, wie das alles. Wow. Yep. Ich kann das jetzt nicht runterladen. Weil es in der Zukunft liegt. Magst du mir die ZIP einfach kurz schicken? Das ist keine ZIP. Oder mach's als ZIP oder so? Yeah, wait a Dann, das ist ja sec. ganz winzig. Das geht auch über Skype ganz geschwind. Kennst du mein Internet? This? Alter, wie die echt da drauf zugreifen auf die ganzen Infos. Ja, es ist schlimm. Das ist schon ein bisschen creepy gerade gewesen. Warum kann ich das jetzt nicht als Ihre Hallo? Uhr geht nach. Ich glaube, es hackt. Winra?
Hab denen doch nie erlaubt auf meine. Sinra hat keinen Bock hier. Christian auch hat Übertragung fehlgeschlagen. What? Versand fehlgeschlagen. Versand? Ansonsten. Die können nur Dateien versenden, die nicht von einem anderen Programm verwendet werden. Ich hab kein. What the fuck? Dann ist das irgendwo noch offen. Nein! Steam ist zu! Vielleicht ist der Prozess noch da. Flowey ist im Hintergrund und. Ja, hör auf! Flowey kann mich gerade mal! Wieso will der Windra nicht? Bist du doof? Ja, toll, Dropbox. Na gut, dann stech halt einfach nochmal um auf aktuell. Ey, die Technik, die ist kann ja auch kein Ding. Die Technik gestern voll am Rumspacken, heute Rumspacken. So, heute ist der 13. Januar gewesen. Ja, 2006. Und wir haben, fuck, ich habe keine Uhr. Wo ist, da ist eine Uhr. 1849, genau. Bei aber es ist hier toll. Ja, du kannst dich runterladen, weil es in der Zukunft liegt. So, okay. Zack. Nicht war 04. 49. So, lassen wir das mal so. So, Dropbox jetzt aber hier. Also, auf die Sekunde bist du ja wohl nicht hier. Frag mich, wie genau das dann ist. Ab wann der dann sagt, die von Ihnen gesuchte Datei wurde verschoben oder gelöscht. Ja, wait. Das merkt er, ja? Schön. Wie, also, ach so, du hast das jetzt da rausgezogen, oder? Hatte ich, ja. Das ist ja auch interessant. Geht's jetzt wieder, oder muss ich neu entlinken? Das heißt, bei Dropbox, ich kenne mich mit dem ganzen Zeug nicht aus, ich dachte, das ich ist jetzt wie jetzt so ein... Ich auch nur runtergeladen, I don't know. Ich dachte, das ist jetzt wie so ein Hoster. Mm-mm. Ah. Ich habe hier, meinen Dropbox-Ordner auf dem, Dingsbildschirm und da kann ich hin und her schieben, wie ich will und anscheinend riss du das dann auch mit. Oh, okay. Ich möchte keinen Ordner freigeben, hör auf. Shut up. Aber wieso Winra jetzt nicht will, weiß ich auch nicht. Gestern mein Grafiktablett nicht mehr, plötzlich so, nö, kein Bock. Jo, why not? Ja, ne? So, Ordner anzeigen. Du. Ich hoffe, der geht. Werden ich weiß nicht, feststellen. So. Ich muss nur echt aufpassen, nicht meinen zu löschen. Das hier kann sein, weg. Dass das der ist, wo ich irgendwo in Snowden rumstehe. Vielleicht. Solange es die richtige Stelle ist, ist alles egal. Dann so, halt, ich bin nicht weiter als vom MTT Resort gelaufen. Da laufe ich schon hin. So. Also ich hatte das Gespräch mit Sans noch nicht im Restaurant, also von daher. Okay. Starten wir Undertale mal wieder. Aber ich meine, also es müsste eigentlich schon gehen, dass man das auch währenddessen noch umstellt, das Datum und die Uhrzeit. Ich probiere es halt einfach mal aus. So, probieren. So, wir also ich starte Zeit. Auf jeden Fall. Die Hälfte der Zuschauer ist schon abge... Ich heiße Frisk. Oh. Ruins, Leafpile. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jo, geh weg, das war der falsche Ordner, du. Ich mach das mal ganz schnell wieder zu und weg hier. Ja, haben's nicht. Ah, sehr schön. Ich geh mich danach einfach überall löschen, wenn diese Folge rauskommt. Ich bin nicht da, ich bin weg. Ach, das läuft. Mm-mm. Die Leute schauen auch sich einfach unheimlich gerne jetzt diesen schwarzen Bildschirm hier an. Das ist, das ist einfach mal was anderes, mal was Neues. Ich hätte was gesagt, ich hätte dir irgendwas geschickt, was dann so mit dem schwarzen Bildschirm übereinstimmt. Also irgend so was Bewegliches, so ein GIF. Ich hab alles. Also, ich hab was gesagt. Nein. Ich kann meine Webcam anmachen, nein, um Gottes Willen.
So, dann mache ich das hier nochmal zu. Oh, stimmt, ich hatte. Oh. Goddammit. Ach so, und wenn man jetzt gar kein Safe hat und Undertale startet, würde er einfach ein neues anlegen. Richtig. Das heißt, dann wäre. Ah, Krass. okay. Ist halt nur Ja. scheiße, dass du, wenn du die nicht selber ordnest, alle Undertale heißen. Aber auch dringend notwendig, er muss ja wissen, wo er zugreifen soll. Ich hoffe, der ist jetzt richtig. Also wenn du Dip heißt, ist es richtig. Ja, also ich dachte mir eben auch, wenn ich Frisk heiße, dass es irgendwie Ist falsch. konnte nicht gut sein. Mit Frisk kommt man nicht bis dahin. Oh Gott, welches von den. Ach so, das mit dem orangen Popel davor. Danke, Skype. So. Oh, da ist eine Datei mehr drin. Sehr gut. Zack. Ja, ich glaube, ich lösche mich schon mal. Ich fange schon mal an, mich über zu löschen. Ivo. Nennst es einfach Let's Fail Alles Special easy. Stuff. So, hier, zack. Nein, wo ist es hin? Ah. So, und dann einmal nach Local. Und dann Wow. einmal umbenennen. Huch. Ich sehe die Kommentare schon. Oder ich habe keine eins und drin. Einmal umbenennen. Flop. So. Und dann einmal Undertale starten. Und ich gebe dir, also Bild gebe ich dir erst, wenn es geklappt hat. Dann, weil das brauche ich nie machen, wenn ich wieder schließen muss. Wenn es jetzt aber nicht passt, dann mache ich kurz die Aufnahme aus. Yes. Weil dann können wir kurz selber gucken. Über eine Stunde möchte ich es dann doch nicht werden lassen. Und ich brauche ja wahrscheinlich noch ein bisschen für den Boss. Mal gucken. So. Meine Schuld. Dip Snowden Doghouse. Jo. Das klingt doch ganz vernünftig. Dann kriegst du mal Bild. Build. So. Das sieht schon besser aus. Ne, ich finde auch. Ja, das ist viel Spaß beim Zurücklaufen. Das ist deine Schuld. Ich schaff's immer wieder. Das ist unfassbar. Ja, das ist Zu ungeduldig. wow. So. Gut, Was, der was, was, Bootsfahrer ist was? aber schon da, ne? Ja, alles gut. Du kannst die ganzen Shortcuts bis Hotland Sehr nutzen. schön, sehr, sehr schön. Ich bin halt nur zurückgelaufen, weil ich, wie gesagt, in jedem einzelnen Abschnitt da die beiden angerufen Ja, habe. okay. Weil man das wirklich jedes Mal vergisst, wer man spielt. Auch wenn man es schon mehrmals durch hat, man Ach ja. vergisst es trotzdem. Ah, die Anrufe sind schon wert. Also, da sind schon echt coole Sachen dabei. Oh ja. Die beiden sind echt sehr schlimm. Schon echt coole Charaktere, die Undertale da. Geil ist auch, du kannst sie anrufen, während du vor denen stehst. Ja, das hab ich gemacht, glaube ich. Ja, Ich hast du? meine Weißt du? ja. Ich weiß es. Bin mir nicht sicher, aber ich meine ja. Nein, Hotland, danke schön. Wii. Ich kann jetzt auch erst wieder hinlaufen und dann dort die Uhr umstellen. Das sollte eigentlich funktionieren. Aber auf jeden Fall in Hotland erstmal speichern und dann. Yes. Genau. Ja. So. Ich weiß total über das Game Und Bescheid, zwar nicht? hier. Ich habe den Safe überschrieben. Schlimm. Ja, ich kann damit leben. Oh, das ist sogar ein guter Safe, weil da bin ich relativ schnell dort, selbst wenn es jetzt nicht hinhaut. Dann kann ich nämlich kurz ausmachen und wieder anmachen. Nice. Hey, Sans. Krieg ich Würst? Nein. Hi. Hä? Achso, brauche ich Würstchen? Du kannst Nee. die Dings anrufen, die Box. Alles gut. Du kannst die Box anrufen.
Ja, weil ich noch das Bandage trage und sowas und das nicht viel Heilung, also die, ich habe ja das Stained Up Prom für dich schon aufgehoben, das kannst du ja ausrüsten. Achso, du weil hast... Weil ich momentan noch die, das Bandage und Sehr gut. Hui! Wie soll man darauf kommen, dass hier so ein Weg ist? Das Einzige, wie ich mir vorstellen könnte, dass man darauf kommt, ist, dass man hier unten ist und dann will man wieder hochgehen, dann wird man angerufen und dann, ja, hallo, und dann, oh, Moment, wo laufe ich denn da hin? Weiß nicht. Das oder das tolle Spinning Time. Ja, oder so. Richtig! Oh, das ist noch viel besser. Ja, ich weiß. Wobei das nur in die eine Richtung geht, ne? Das geht nicht nach links bei mir. Gut. Nee, nach links krieg ich das nicht. Da klar geht das nach links. Nee, da kann geht ich nicht... in alle Richtungen. Huch. Da kann ich nicht alle Tasten drücken. Du brauchst ja nur Pfeil nach oben, Pfeil nach unten und dann in die andere Richtung. Ja, das funktioniert bei mir nur in die eine Richtung, nach rechts. Ich kann nicht hoch, runter und links drücken. What? Da reagiert er nicht. Ich kann hier jetzt nicht links drücken, aber rechts schon. Okay. Das ist Laptop-Tastatur. Das, ja. Es gibt Tasten, die kann ich gleichzeitig drücken und es gibt Tasten, die kann ich nicht gleichzeitig drücken. Ja. Das ist ganz interessant. Und bei mir geht's schon, deswegen habe ich so tolle GIFs auf Twitter. Ja. Nicht. So, also 10. Oktober. Achso, ich sollte das Schild lesen, ne? So. PM. 10. Oktober. Das muss ja 8 p.m. Na, okay, dann setze ich das halt mal auf 19. 19. 59 und 40. Okay. So. Aber vielleicht muss man das wirklich machen, bevor man das Spiel startet. Ich weiß es nicht. Wo ist er denn da? Oh, the game must be. 2, 1. Ah, the game must be. Ja, funktioniert's? Nein. Nee. The game must be launched while the player's computer clock is set at. Set for. Doch. Oktober. Doch. Ah. Doch. Hey, geht doch. Cool. Ah, I'm late. I'm so sorry. Wow. You're blocked in politely. Süßer Hut. Ja. So sorry. Oh, es gibt nur so sorry, okay. Es tut mir so leid. Achso. Something. You say hello. They are a bit preoccupied. Oh, I'm so sorry how clumsy of me. I've bumped into you. I'm such a klutz. Oh. I was just here to find something to draw and... Oh no, it's okay. I'll give you a gift to make up for your troubles. Let me look in my vest. Wow. Okay. Okay. Mm-hmm. Something. You cough. They're a bit preoccupied. I couldn't find anything I want to give away. Wait. I've got my notebook. I can draw you a picture in it. I'm quite the artist, you know. I'll draw you a great picture. Ja. Ach man, ich vergesse immer. Ja, bei Blau nicht bewegen, bei ihm. Ja, so rum. Ach Gott. The enemy looks nervous, so ich muss jetzt erstmal ein Item nehmen. Sie sieht nicht wirklich nervös aus, es sieht aus wie. Help. Ja. Sorry, the drawing didn't come out very well. Kenn ich. Wait, I know the problem. I just have to find a better piece of paper for it. Ach so, das? Aha. No, Kollege, nein. Ich mach das immer falsch. Ja. Das ist nichts am Papier. Ja, siehst du mal. Wollte ich digital mal. Papier. You wave, they are a bit preoccupied. None of my papers are good enough to use. It's okay. I know what I can do. I'll use my magic pencil. Moah. It has to be under some of these papers somewhere. Natürlich. Ist schon recht, Kollege. Aua.
The enemy uses a hypnotizing 3D touch wiggle attack. Mhm. You say hello, they are a bit of us. Yeah, I got it. My magic pencil is amazing. Everything I draw with it looks completely real. Okay. Oh no, that's a little too real. Alter. Alter. Oh. Aua. Kish. Ah. Okay. Hast du ganz toll gemacht, Kollege, wirklich. Den will ich auch haben, den Pinsel. Oh, jetzt kann ich mit denen auch interagieren. Draw. You draw a boat, away it goes. Okay. Tschüss, Viech. Ah, jetzt ist zumindest nur noch einer. Oh ja, dafür kann der jetzt plötzlich drei machen. Mhm. Never mind. Gut, dann drawen wir den auch noch weg. Tschüss. I've messed up. Oh, I've really messed up. Oh no. I'll just use a regular pencil. I'll try my best. Nein, ich vergesse es. Fuck. Oh Gott, das war knapp. Mhm. Oh Gott, das war knapp. Mhm. Das hätte ich nicht nochmal starten wollen. Are you ready? I just finished. Here's your picture. What do you think? Wow, sieht ganz nach mir aus. Mensch, es ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Mhm. Na, wir sind It's a representation of your deepest essence. Ach so. It's great, right? Oh ja. I think my art is terrible. Kenn ich. Well, I'll leave you with that thought. Goodbye. See you later. Sayonara. Nice knowing you. Hasta la vista. What? I should leave. Schön. Okay. Das waren 40 Minuten, zwei Secret-Bosse. Wow. Nice. Schön. Davon kann man aber so 20 Minuten skippen. Ja. Leider. Hey, das war meine Schuld. Nee, eigentlich nicht. Vor allem, was wir jetzt am Ende der Episode sagen, wo sie sich dann denken, okay, ja, danke. Ja, gut, aber das ist das Gute an YouTube, dass du dieses Vorschaubild, das heißt, du siehst, solange es schwarz ist, kann nicht viel passiert sein. Naja, wenn sie das Gelaber nicht hören wollen, dann skippt man ja. Genau. So, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, falls sich das jemand angeguckt hat. Das waren jedenfalls die zwei Secret-Bosse. Jetzt wisst ihr, wo die sind und was man dafür machen muss. Und das nächste Mal, ja, das sehen wir dann, was wir da machen. Yes. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und tschüss.